Und herzlich willkommen zum Themenblock Evaluation und Experimente. Dieser Kurs soll Ihnen helfen, zunächst einen groben Überblick über die gängigen Methoden von Nutzerstudien in der Mensch-Computer-Interaktion zu bekommen. Der Kurs ist dabei sehr wichtig, weil wir erst durch systematisch durchgeführte Evaluation und Experimente einen wissenschaftlichen Einblick erhalten, wie Menschen mit einem Computersystem interagieren. Sie können sich vorstellen, wie wichtig Evaluation und Experimente in der Mensch-Computer-Interaktion sind, denn ein System, das keinen nachgewiesenen wissenschaftlichen Nutzen oder Vorteil bringt, will niemand haben. Also, was ist die Wahrheit über unser Computersystem? Taugt es was oder taugt es nicht? Ist es gut oder ist es schlecht? Ist es Kunst oder kann das weg? Und wie können wir behaupten, ob es überhaupt stimmt, was wir herausgefunden haben? Schon im antiken Griechenland diskutierten verschiedene philosophische Denkstulen über wissenschaftliche Sichtweisen. Auf der einen Seite steht Platon mit seinen Anhängern, der behauptet, die Welt lässt sich mit zeitlosen mathematischen Modellen und Analysen, logischem Denken und ethischen Idealen beschreiben. Auf der anderen Seite steht Aristoteles mit seinen Empirikern, der nur die greifbare Welt der physikalischen Wissenschaft sieht. Und 2300 Jahre später fragen wir uns, naja, auf welche Art und Weise wollen wir denn mehr über unser System herausfinden? Bauen wir ein Computersystem nur auf Basis logischer Rückschlüsse und Modelle auf? Oder testen wir unsere Architektur und unterziehen sie einer empirischen Evaluation mit echten Nutzern, um herauszufinden, ob unser System etwas taugt? In der Einführung haben wir drei Ziele. Wir wollen zunächst wissen, warum Evaluation und experimentelle Nutzerstudien überhaupt notwendig sind. Wir verschaffen uns einen Überblick über die Methoden in der HCI und wir schauen uns an, was wir durch Evaluation und Experimente mit Anwendern lernen können. Zunächst schauen wir uns auf die Evaluation als Ganzes. Was ist eine Evaluation? Und Michael Patton bringt dazu eine sehr gute Definition. Er sagt, die Evaluation ist ein Prozess, der ein Programm kritisch untersucht. Es umfasst das Sammeln und Analysieren von Informationen über die Aktivitäten, Merkmale und Ergebnisse eines Programms. Und ihr Zweck ist es, ein Programm so zu beurteilen, dass seine Wirksamkeit verbessert werden kann und oder Programmentscheidungen für die Zukunft getroffen werden können. Sie sehen, mit einer Evaluation verbessern wir das Systemdesign und die Implementierung. Wir demonstrieren die Auswirkungen des Systems auf den menschlichen Nutzer. Und sehr häufig offenbaren wir auch etwas Neues über die Menschen. Und insbesondere dann, wenn wir ein völlig neues System testen. Wie beginnen wir aber mit einer Evaluation? Am Anfang steht natürlich der Grund, sie durchzuführen. Zufällig durchgeführte Evaluationen sind wissenschaftlich leider schwer zu rechtfertigen. Deswegen sollten sie immer mit der Absicht herausgeschehen, mehr über das System zu erfahren. Was könnte eine Motivation sein? Das hängt natürlich auch wieder vom System ab. Ein Beispiel, Entwickler sind sich über die Auswirkungen ihres Systems gar nicht oft bewusst. Und andersherum sind Menschen oft nicht im Klaren, wie sich ein System auf sie selber auswirkt. Entwickler sehen häufig überhaupt gar keinen Evaluierungsbedarf für ihr System, weil es ja so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber, wie wir alle wissen, es gibt immer Möglichkeiten, etwas zu verbessern. Und deswegen benötigen wir auch Kriterien für eine Evaluation. Dazu auch einige Beispiele. Eine Evaluationsform kann sein, zwei oder mehr Ideen gegeneinander zu vergleichen, eine existierende mit unserer neuen Variante beispielsweise. Und man spricht beide dann auch von Hypothesen. Eine Evaluation kann die Analyse beispielsweise der durchschnittlichen Leistung sein, die eine repräsentative Nutzergruppe mit dem System erzielt. Formelle und informelle Usability-Metriken können uns helfen, Evaluationen und Systeme, die evaluiert werden sollen, zu verbessern. Beispielsweise ein Beispiel ist natürlich, Fragebogen für eine neue Art von Apparat zu entwerfen. Zuletzt, Designer können auch Hinweise oder Rat geben, Evaluatoren können Designern Hinweise und Rat geben, wie sie ein System verbessern können. Nehmen wir Michael Scrivens Beispiel von der Usability einer Axt. Er sagt, will man eine Axt evaluieren,
Dann kann man dies entweder analytisch tun und untersuchen, welcher Stahl und welches Holz verwendet wurde, wie die Balance der Axt oder die Schärfe der Klinge ist. Oder man wählt den rein empirischen Weg und misst, wie gut die Axt in der Hand eines geschulten Holzfällers ihren Zweck erfüllt und sprich, wie viele Bäume er in gegebener Zeit damit fällt. Sie sehen also, es gibt zwei Herangehensweisen, wie wir herausfinden, ob die Idee von unserer neuen Axt etwas taugt. Eine analytische und eine empirische Bewertung. Die analytische Bewertung identifiziert entscheidende Merkmale. Wenn die Axt nicht gut schneidet, was müssten wir verbessern, was müssten wir ändern? Die empirische Bewertung dagegen hilft, den Kontext für einzelne Eigenschaften zu verstehen. Was bringt uns dieser eine speziell geformte Griff? Was würde uns ein besseres Metall bringen? Bei der Evaluation von Systemen wird sehr gerne sich an der Entwicklung von Systemen orientiert. Damit spricht man entweder von formativen bzw. von summativen Bewertungsformen. Bei der formativen fragen wir nicht, wie gut etwas ist, sondern betrachten rein analytisch, wie es aussehen müsste. Also eher am Anfang einer Systementwicklung steht die formative Beschreibung. Rein analytisch können wir nämlich durch all unsere Modelle aus der HCI, aber auch aus anderen Wissenschaften heranziehen, um die Ergonomie eines Systems optimal zu designen. Aber weil wir nicht alles über diejenigen wissen, die das System später benutzen werden, oder auch aus anderen Gründen, versuchen wir mit formativen Methoden ein Designziel zu finden. Und das Ziel ist es, das System so zu verbessern, dass Nutzer damit einwandfrei interagieren können. Wie machen wir das? Das können wir mit Hilfe von Papierprototypen, Zeichnungen, Probandeninterviews, potenzielle Probanden, Umfragen, Tagebücher oder Fallstudien. Häufiges Mittel sind auch gerne Fokusgruppen mit Experten und späteren Nutzern. Rollenspiele auch, in die sich Personen in andere hineinversetzen. Auch Personas werden gemacht, das sind abstrakte, formale Beschreibungen von Menschen, die es so nicht wirklich gibt, aber die beispielsweise zur Zielgruppe gehören und bestimmte Eigenschaften haben. Summativ sind Bewertungen, wenn wir tatsächlich etwas über die Wirklichkeit herausfinden wollen, sprich über die Effizienz oder Effektivität eines Systems. Oder noch besser, wir wollen Informationen über den Nutzer generieren. Diese Methoden basieren alle auf Kriterien, unter anderem auf statistischen Vergleichen, Modellvorhersagen und eben den Hypothesen. Die Daten können Bewertungen aus Fragebogen sein, Effizienzskalen und/oder physiologische Messungen des Menschen. Wir haben schon gesagt, der Einsatz, ob formativ oder summativ, hängt von dem Fortschritt unserer Systementwicklung ab. Bevor wir uns also auf die Methoden im Einzelnen konzentrieren, schauen wir uns nochmal den Kontext an, wann welche Evaluationsmethode zum Einsatz kommt. Am Anfang stehen die formativen Prozesse, befinden wir uns eher in der Planungsphase. Natürlich hängt das auch von der Frage ab, die wir in dieser Zeit stellen. Und eine von diesen Fragen kann sein, was braucht mein System, was muss es können? Und wenn wir schon ein bisschen was entwickelt haben, einen Prototypen, der schon so ein bisschen aussieht wie unser fertiges Produkt, können wir fragen, ob das Ganze auch schon so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und im weiteren Verlauf, beispielsweise in Alpha- oder Testphasen, können wir uns immer mehr fragen, ob alles, was die Nutzer sich mit dem System ausgedacht haben, was sie damit machen wollten, auch so funktioniert hat, wie sie das vorgesehen hatten. Wir sind uns nämlich alle einig, dass sich Ziele von Mensch zu Mensch unterscheiden können und Entwickler nicht alle Umstände berücksichtigt haben, unter denen ihr System benutzt wird. Also betrachten wir immer mehr die Nutzer. Ist ein System schon ausgeliefert und im freien Umlauf, dann können wir ganz andere Fragen stellen, zum Beispiel, wie sind die eigentlichen Auswirkungen des Systems auf die Nutzer oder bestimmte Nutzergruppen, wie ist die User Experience, reduziere ich mit einer bestimmten Eigenschaft vom System insgesamt die mentale Belastung oder erhöhe ich, wenn ich etwas ändere, die Task Performance. Sie sehen also, der Typ wandelt sich immer mehr von einer eher Anforderungsanalyse zu einer Prototyp-Evaluation bis zu einer Programm-Evaluation und später zur eigentlichen Evaluation des Impacts, der eigentlichen Auswirkung auf den Nutzer. Sowohl formative als auch summative Evaluation können sowohl mit analytischen als auch mit empirischen Methoden untersucht werden. Und in der Tabelle links sehen Sie nun ein paar Beispiele, welche Methoden das sein können. Und auf ein paar werden wir natürlich noch später eingehen.
Wichtig ist für Sie jetzt zu verstehen, dass analytische und empirische Methoden sich nicht unbedingt ausschließen. Wir können also formativ in einem frühen Stadium der Entwicklung beispielsweise mit einem Prototypen einen Cognitive Walkthrough vornehmen, wo ein Usability-Experte einen hypothetischen Benutzer analysiert und konkrete vorgegebene Handlungsabläufe vornimmt. Gleichzeitig können wir aber auch schon empirische Nutzerstudien mit diesen Prototypen vornehmen und beispielsweise zwei Interfaces gegeneinander vergleichen oder Eingabegeräte testen. Je komplexer ein System allerdings wird, desto schwieriger wird es sich, Aspekte gezielt herauszusuchen, und aus analytischer Sicht hilft uns hier dann später eher die heuristische Evaluation oder gleich eine richtige Usability- oder User-Experience-Studie mit richtigen Nutzern. Entscheidend bei einer Evaluation ist natürlich das, was herauskommt, und herauskommt dann am Ende Informationen bzw. Daten. Diese Daten sind je nach angewendeter Methode entweder quantitativ, also in numerische Werte angegeben, oder qualitativ, also eine Beschreibung des Zustands oder der Güte eines Systems. Wichtig bei solchen Daten ist natürlich, ihre Herkunft zu kennen. Sind sie subjektiv, von den persönlichen Gefühlen oder den Meinungen der Probanden bestimmt, oder objektiv durch ein äußeres Messinstrument beobachtet worden? Zu den wichtigsten qualitativen Messinstrumenten mit Menschen zählen die Fragebögen. In der Medizin und Psychologie, aber auch in der Mensch-Computer-Interaktion kommen sie sehr häufig vor. Ebenso wie visuelle Analogskalen. Objektive Messinstrumente können dagegen die Geschwindigkeit oder die Genauigkeit während eines bestimmten Tasks sein, auch physiologische Messungen wie Augenbewegung, Hautleitwiderstand oder Puls. Die quantitativen Verfahren sind extrem wichtig in der HCI. Wenn wir wissen, dass die Ergonomie eines Systems beispielsweise die Fehlerrate beim Lernen reduziert, was haben wir dann vieles schon erreicht? Aber häufig passiert auch etwas Unerwartetes in unserem System und viele Daten sind entweder unschlüssig oder es gibt Zustände mit ganz besonderen Werten. Und um zu verstehen, was hier passiert ist, hilft uns qualitatives Feedback der Teilnehmer. Und das können verbale Äußerungen sein oder Feedback von einer Webseite, also textuelles Feedback auf einer Webseite. Eine Besonderheit der qualitativen Methoden, die sehr häufig aber auch auf objektiv vorliegende Daten zurückgreift, ist die Gronau Theory. Die Methode wird insbesondere beim Hypothesenentwickeln eingesetzt. Beispielsweise, wenn eine Technologie so schnell aufgekommen ist, dass sie überhaupt nicht getestet werden konnte. Und wenn Forscher nachträglich verstehen wollen, warum eine bestimmte Technologie oder ein System ganz erfolgreich war oder irgendwelche anderen Besonderheiten passiert sind, wird Gronau Theory sehr gerne eingesetzt. Wesentliches Merkmal in HCI-Studien ist die Differenzierung des Prozesses, den wir evaluieren. Schauen wir uns das Interface an, die Barrierefreiheit, die ästhetischen Merkmale von einem System. Oder betrachten wir die Implementierung, die eigentliche Funktionalität und die eigentlichen Probleme, die wir mit Hilfe unseres Programms erledigen wollen. Unsere Daten können wir obtrusiv und direkt, also offensichtlich, dem Teilnehmer offensichtlich vorführen, oder unobtrusiv durch die Analyse von öffentlichen Statistiken beispielsweise einsehen, in Informationen, die der Allgemeinheit verfügbar sind. Die bekannteste Form der wissenschaftlichen Evaluation der Mensch-Computer-Interaktion ist das Experiment. Das Experiment ist die Methode zur empirischen Gewinnung von Daten. Karl von Weizsäcker sagte auch, das Experiment ist ein Verhör an die Natur. Aber wo kann es stattfinden? Unter kontrollierten Bedingungen. Und hier spricht der HCIler von einer klassischen Lab Study, einem Feldversuch in situ, also vor Ort, oder im aktiven Einsatz, sogenannte In-the-Wild-Studien. Und wichtig ist hier zu wissen, welche Einflussfaktoren eine Rolle spielen. Während wir in kontrollierten Experimenten nahezu alle Faktoren kennen, ist der Einsatz in situ, zum Beispiel in einer Workstation, in einer Fabrik oder in einem Smart Home, also zu Hause, von weiteren Faktoren abhängig, die wir zwar kennen, aber nicht kontrollieren können. In natürlichen Experimenten oder in the wild, manchmal auch in the large genannt, kennen wir nur sehr wenige andere Faktoren, Einflussfaktoren. Trotzdem hat unsere Intervention, beispielsweise ein AB-Test, wo wir zwei Varianten einer fertig ausgelieferten Software vergleichen, extrem hohe Aussagekraft. In jeder natürlichen Umgebung gibt es auch immer wieder Faktoren, die wir nicht kontrollieren können.
Betrachten wir die Unmengen an Faktoren, die wir in der Wildnis finden, so sind wir uns später gar nicht mehr so wirklich über das Ursache-Wirkungsprinzip bewusst. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass eine Erkenntnis aus einem Experiment nicht unbedingt Aussagekraft in der Realität hat. Und darüber müssen wir uns Gedanken machen, wenn wir uns für eine Form der Evaluation entscheiden. Ein einfaches Beispiel, wie solche Rückschlüsse fehlschlagen können. Wahrnehmungspsychologen haben in vielen Experimenten immer wieder nachgewiesen, dass Grün-Gelb die beste Signalfarbe für Fahrzeuge ist, die auch eben unter schwierigen Lichtverhältnissen gesehen werden sollten. Und aus diesem Grund ist man vielen Städten, beispielsweise in Dallas, Cleveland, San Jose, Boston, New Jersey, dem Rat der Forscher gefolgt und hat Feuerwehrautos grün-gelbe Anstriche verpasst. Und tatsächlich, grün-gelbe Autos haben tatsächlich für eine Reduktion für die von Lichtverhältnis bedingten Unfälle gesorgt, die mit Feuerwehrautos passiert sind. Die Geschwindigkeit der Feuerwehr, sprich die Zeit, mit der die Brände gelöscht wurden, die wurde jedoch immer schlechter oder blieb nur unverändert. Also sind die meisten Städte wieder zu Rot zurückgekehrt und die Feuerwehrmänner haben wie gewohnt Brände löschen können. Was ist passiert? Was die Städte bei der Bemalung von Feuerwehrautos mit grün-gelber Farbe nicht bedacht haben, ist die emotionale Seite einer Farbe. Farben, insbesondere die von Fahrzeugen, haben eine starke emotionale Komponente, geprägt von individuellen Vorzügen und Tradition. Die meisten Feuerwehrmänner sind eben Männer und Männer wollen nicht in einem quietschgelben Auto herumfahren, sondern in einem roten. Gelb wirkt für sie eher kindisch, fröhlich, heiter und Rot steht für leider für alles, was ein Feuerwehrmann repräsentiert: Gefahr, Stärke, Einsatzbereitschaft. Damit will ein Feuerwehrmann durch die Stadt düsen. Ein kontrolliertes empirisches Experiment sagt also noch nichts über den Einsatz im Feld oder in der natürlichen Umgebung aus. Außerdem sind objektive und subjektive Methoden notwendig, um herauszufinden, was wirklich die beste Farbe für das Feuerwehrauto ist. Was bedeutet das für Systeme in der Mensch-Computer-Interaktion? Objektiv betrachtet gibt es auf der Welt eine einzige Tastatur, mit der die Menschen am besten schreiben können. Wenn wir uns die Tippgeschwindigkeit einer Stichprobe mit den derzeit westlichen erhältlichen Tastaturen aussuchen könnten und wir rein quantitativ ermitteln, welche Tastatur die beste ist, könnte niemand anderes etwas behaupten. Wir wüssten, was die beste Tastatur ist. Doch die Information nützt uns nichts, wenn wir Menschen, beispielsweise in die Menschen aus Gewohnheit, wieder zu ihrer alten Tastatur zurückwechseln oder vielleicht sogar individuell betrachtet mit ihrer eigenen Tastatur besser sind. Vielleicht mögen Menschen irgendwie die Beleuchtung, manche stören sich im Hub der Tasten und manche verwenden die Tastatur dann einfach gar nicht. Und um etwas über ein System zu lernen, helfen sowohl analytische als auch empirische Methoden. Also, Evaluationen sind in der HCI-Forschung von grundlegender Bedeutung, sind die Säulen der Wissenschaft, sind die Säulen der HCI. Sie ermöglichen uns die Auswirkungen eines Systems auf die Benutzer zu bewerten. Sie erlauben uns, Systeme zu verbessern, systematisch zu verbessern. Sie können aber auch quantitativ und qualitativ, also und beides sein. Und sie müssen aber sorgfältig entworfen werden, sorgfältig geplant werden, damit keine falschen Schlussfolgerungen folgen. Insbesondere eine repräsentative Gruppe von Probanden hilft, auf die Allgemeinheit von Nutzern zu schließen. Und aber umgekehrt müssen wir auch vorsichtig sein, wenn wir von großen Stichproben auf die Vorlieben weniger Individuen Rückschlüsse ziehen möchten. Einige Referenzen für Evaluation der Mensch-Computer-Interaktion. Dankeschön.